Ja, schön, dass wir heute Abend hier in großer Zahl in so illustrer Runde zusammen sind. Thema meines heutigen Vortrages ist Neue Weltordnung, Rudolf Steiner und deutscher Volksgeist. Vorweg ein paar Axiome, sprich Grundsätze, ein paar Thesen, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen beweisen will. Die nehmen wir einfach mal so als gegeben hin. Können wir anschließend unter Umständen darüber diskutieren, wer das eine oder andere da in Zweifel zieht. Also ein Grundsatz, von dem ich ausgehe in diesem Vortrag, ist: Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Reinkarnation ist Bestandteil unserer Existenz als Geistwesen. Es gibt eine hierarchisch geordnete geistige Welt und es gibt einen Weltenplan. Es gibt in der geistigen Welt unterschiedliche Interessengruppen und es gibt einen Volksgeist in jedem Kulturvolk. Im Weltenplan gibt es unterschiedliche Aufgaben für die verschiedenen Volksgeister. Und es gibt universelle, die sogenannten hermetischen Gesetzmäßigkeiten. Das sind so die Grundlagen, auf denen vieles aufbaut, was ich heute erzählen möchte. Ausgangspunkt Rudolf Steiner, der von 1861 bis 1925 gelebt hat, und er hat einen sehr, sehr wichtigen Ausspruch getan, 1918. Solange innerhalb Deutschlands, gemeint sind die deutschen Völker, nicht eingesehen wird, dass die Deutschen im Weltenplan die Aufgabe haben, aus dem Geistigen heraus in der Welt zu wirken und nicht aus politischer oder wirtschaftlicher Macht heraus, so lange fehlt der lebenswichtige Impuls für die menschliche Freiheit. Stattdessen wirken Impulse für den Untergang der zivilisierten Welt. Ja, diese Aussage kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz wichtig, es wirken Impulse für den Untergang der zivilisierten Welt, wenn sich nicht Dinge grundlegend ändern. Wer war dieser Rudolf Steiner? Er war das, was man als einen Eingeweihten bezeichnet. Er hatte die Fähigkeit, direkt mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Das heißt, Direktwissen auch in unsere Sprache umzusetzen. Auf diese Weise hat Rudolf Steiner sein umfangreiches Wissen für fast alle Lebensbereiche in unsere Welt gebracht. Und auch heute leben Menschen unter uns, die diese Fähigkeit entwickelt haben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich aus eigenem Erleben vieles nachvollziehen konnte, weil ich selber nämlich auch mal für eine gewisse Zeit ein intensives Training in diese Richtung gemacht habe, bin, wie ich zugeben muss, in Anfängen stecken geblieben, mangels Zeit, habe aber jetzt in den letzten Jahren einen Mann kennengelernt, der diese Fähigkeit sehr ausgeprägt entwickelt hat. Mit dem hatte ich das Glück, einige Tage sehr intensiv gemeinsam verbringen zu können. Und von daher weiß ich, wie so etwas funktioniert und auch vor allen Dingen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ja, Rudolf Steiners Lebensaufgabe war es, uns das Wissen um die geistige Welt in wissenschaftlicher Form zu bringen. Er gilt als der Begründer der Geisteswissenschaft bzw. wie er selbst es nannte, der Anthroposophie. Anthroposophie zusammengesetzt aus den altgriechischen Worten Mensch und Weisheit. Eine Wissenschaft, die sich natürlich von der Naturwissenschaft unterscheidet. Es ist eine Wissenschaft im Sinne von Klarheit des Verstehens durch logisches Denken und logische Schlussfolgerungen. Das heißt, es hat ganz viel auch mit gesundem, klaren Menschenverstand zu tun, wo man den Eindruck hat, dass der uns heute abhanden kommt oder aberzogen wird.
Ja, wie schon gesagt, es gibt in dieser geistigen Welt einen Weltenplan. Das Ziel dieses Weltenplans ist es, das Ich des menschlichen Individuums so selbstständig werden zu lassen, dass es aus völliger Freiheit heraus der gesamten Schöpfung und allen Individuen und damit dem Urschöpfer selbst in wahrhaftiger Liebe begegnen kann. Endziel ist eine Gemeinschaft von selbstständig und frei gewordenen Ichs. Dazu später noch etwas mehr. Ja, wir haben vorhin von einer geistigen Hierarchie gesprochen. In dem Zusammenhang ist auch wichtig zu verstehen, es gibt in der geistigen Welt verschiedene Interessengruppen. Im Wesentlichen zwei Gruppen, wobei man das nicht so klar abgrenzend definieren kann. Auch da gibt es noch wieder Untergruppen, aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig zu verstehen ist, es gibt die eine Richtung, die mit Hilfe der Herrschaft des Geldes die Versklavung der Menschen will, sprich alles kontrollieren, alles steuern, alles dirigieren, sich über die Mehrzahl der Menschen stellen. Und es gibt die andere Seite, die die Freiheit des Menschen, des menschlichen Individuums unterstützen will. So, die Schlussfolgerung aus dem zuvor Gesagten und diesem ist, die eine Gruppe unterstützt genau das, was Aufgabe des deutschen Volksgeistes ist, und die andere Gruppe ist demzufolge sozusagen die Gegenkraft. Und das war schon zu allen Zeiten so, dass Volksgeister ihre bestimmte Aufgabe hatten. Ägypter, Griechen, Römer, Franzosen, die Angelsachsen, alle hatten als Volksgeist in ihrer Epoche ihre Aufgabe in diesem Weltenplan. Um ein Beispiel zu nennen, was jetzt aktuell noch sehr wirksam ist, die Angelsachsen mit der Einführung der Naturwissenschaften, dem Darwinismus, was ein sehr materialistisches Weltbild ist, wurde der katholischen Kirche das Diktat und die Deutungshoheit bezüglich natürlicher Zusammenhänge genommen und durch eine rationale Naturwissenschaft ersetzt. Das war also vor ein paar hundert Jahren eine ganz wichtige Aufgabe des angelsächsischen Volksgeistes. Aufgabe des deutschen Volkes, des deutschen Volksgeistes ist es, die Freiheit des Einzelnen zu verwirklichen und in die Welt zu tragen. Wenn hier des deutschen Volkes, vom deutschen Volk die Rede ist, heißt das nicht im Sinne Deutschlands in seinen heutigen Grenzen, sondern vielmehr im Sinne des deutschen Kulturraumes bzw. der deutschen Völker. Dieser deutsche Volksgeist hat sehr stark zu wirken begonnen vor etwa 250 Jahren. Da wurde in dieser Zeit der Begriff vom deutschen Idealismus geprägt durch Werke von Goethe, Kant, Herder, Fichte, Schiller und wie sie alle hießen, die weltberühmt wurden. Sie brachten wichtige Erkenntnislehren in die Welt. Sie haben sozusagen der Naturwissenschaft und dem Materialismus geistige Wahrheiten zur Seite gestellt. Ein interessantes Beispiel fand ich Johann Gottfried Herders Idee von 1797 zur Gründung des ersten patriotischen Instituts für den Allgemeingeist Deutschlands. Genauso heißt das, erstes patriotisches Institut für den Allgemeingeist Deutschlands. Und wenn man da mal liest, was der damals aufgeschrieben hat, ich glaube, diese Grundlagen für den Geist einer Nation zur Gründung eines Staates würde heute jeder von uns unterschreiben. Darin drückte sich aus, man war sich durchaus eines deutschen Volksgeistes bewusst und auch dieser Bedeutung, die es für unsere heutige Zeit hat. Es galt also dem angelsächsischen Materialismus, den deutschen Geist der Freiheit gegenüberzustellen. Nicht im Sinne von Gegnerschaft, sondern diesen daneben zu stellen, um dem Materialismus halt auch seine Grenzen aufzuzeigen.
Leider sind die Deutschen ihrer Aufgabe im Weltenplan seit Anfang des 19. Jahrhunderts immer weniger nachgekommen. Sie sind zum Teil auch durch Kräfte daran gehindert worden, die andere Interessen verfolgten. Beispiel Caspar Hauser. Er wurde 1812 geboren im Hause Baden und wurde als Kind von einem Engländer entführt, lange Jahre eingekerkert und 1833 ermordet worden. Ihm war eine wichtige Rolle im deutschen Volk zugedacht. Wir wissen heute nicht, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn er dieser Aufgabe hätte gerecht werden können. Aber die Nichterfüllung seiner Aufgabe hat halt zu einem anderen geschichtlichen Verlauf in der Folge geführt. Sehr passend dazu ein Zitat des amerikanischen Präsidenten, der einige Zeit später, also zu Beginn des Zweiten Weltkrieges Präsident war in Amerika, der zu seiner Zeit gesagt hat, in der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf diese Weise geplant war. Das heißt, diese Gegenkräfte, die einen Caspar Hauser sozusagen aus dem Verkehr gezogen haben, wussten sehr genau damals, was sie taten. Ja, wir als das Volk der Dichter und Denker. Zur Erfüllung unseres Weltenplanes ist es halt wichtig, zu wissen, was wir wollen. Nur wenn wir wissen, was wir wollen, können wir unseren Weg frei und selbstbestimmt wählen. Das ist aus meiner Sicht ein Problem unserer Zeit, dass ganz, ganz viele Menschen genau wissen, was sie nicht wollen. Aber wer weiß denn schon wirklich genau, was er will? Und ich sage ja, wir brauchen für unser Land, für unser Volk ein Leitbild. Auch wenn unser aktueller Bundesinnenminister, als er dies Anfang des Jahres mal gesagt hat, fast dafür gesteinigt worden wäre von den Mainstream-Medien. Aber ich sage ja, wir brauchen ein Leitbild. Weil das deutsche Volk hat seine Aufgabe im Weltenplan vergessen. Die Folge im 19. und 20. Jahrhundert war, die deutschen Völker, damals aus 35 Fürstentümern und 4 freien Städten, schlossen sich 1815 im Deutschen Bund zusammen. Dieser Deutsche Bund hielt bis 1866 und es war der Aufstieg Deutschlands zu einer Weltwirtschaftsmacht. Dieser Aufstieg verstärkte sich, nachdem dann 1871 anstelle des Deutschen Bundes das Deutsche Reich gegründet wurde und zur wirtschaftlichen Weltmacht kam hinzu, dass sich Deutschland zu einer politischen Weltmacht entwickelt hat. Unter den Vorzeichen der eben beschriebenen geistigen Hintergründe war klar oder ist klar, es musste den Angelsachsen ja, zuwiderlaufen. Deren materialistischem Vormachtstreben wurde das gefährlich und deswegen hat das zwangsläufig deren Gegenreaktion hervorgerufen. Die Gegenreaktion war, das ist gut belegt, dass ab 1903 in London der Beschluss gefasst wurde, das Deutsche Reich in einen Krieg zu ziehen und um es entscheidend zu schwächen. Von London aus wurde der Erste Weltkrieg seit 1903 systematisch geplant und vorbereitet. Das britische Empire fürchtete die Zusammenarbeit der Wirtschaftsmacht Deutschland mit seinem Know-how und Russlands mit seinen unendlichen Rohstoffreserven. Damals wie heute war es der Plan, diese beiden Völker gegeneinander zu hetzen. Das wurde ja, ich glaube, vor 2 Jahren sogar in Chicago ganz öffentlich bei einem großen Kongress von einem Mr. Friedman offen gesagt. Das ist seit damals bis heute Ziel angelsächsischer Politik.
Ja, die Folge, der Erste Weltkrieg und dann anschließend die Fortsetzung im sogenannten Zweiten Weltkrieg war eben aus geistig-spiritueller Sicht eine zwangsläufige Folge. Die Deutschen sind in den angelsächsischen Materialismus und Machtstreben verfallen, anstatt ihrer Aufgabe nachzukommen, Wege in die Freiheit zu entwickeln. Und zwar eine Freiheit nicht im politischen Sinne, sondern eine Freiheit, wie Jesus Christus es uns vor 2000 Jahren aufgezeigt und vorgelebt hat. Ja, was für eine Freiheit wäre das heute? Rudolf Steiner hat es in vielen Schriften damals aufgezeigt und hat Antworten und Impulse gegeben für alle wichtigen Lebensbereiche. Zum Beispiel in Erziehung und Bildung sind daraus die Waldorfschulen entstanden. In der Landwirtschaft ist daraus die biologisch-dynamische Demeter-Landwirtschaft entstanden. Und im Bereich Gesundheit und Ernährung ist die anthroposophische Medizin mit Kliniken und Einrichtungen entstanden. Wenn auch in der breiten Öffentlichkeit zum Teil wenig bekannt, sind alles Nischen, die aber in der Folge entstanden sind. Auch in der Kunst und Architektur findet man in vielen Bauwerken die Impulse, die Steiner seinerzeit gegeben hat, kann man in der Architektur wieder erkennen. Im Bereich Religion sind christliche Gemeinden mit gnostischer Prägung entstanden. Gnostiker waren in der frühen Zeit des ersten Jahrtausends sozusagen die Urkirchengemeinden, die die ursprüngliche Lehre von Jesus gelebt haben und dafür auch verfolgt und vernichtet wurden. Und heute haben wir sogar im Finanzwesen ein paar Banken, die sich auf die anthroposophischen Grundsätze berufen, zum Beispiel die GLS-Gemeinschaftsbank und die Schweizerische Freie Gemeinschaftsbank, wobei letztere habe ich herausgefunden, dass da im vorigen Jahr ein Vorstand dieser Bank ganz öffentlich erklärt hat, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Ein Vorstand dieser freien anthroposophischen Schweizerischen Bank. Wenn man sich vor Augen hält, wie auch hier in dieser Runde festgestellt, dass ganz viele Leute zwar vielleicht mal den Namen Rudolf Steiner gehört haben, aber nicht so wirklich wissen, wer war dieser Mann eigentlich. Und das ist der Tatsache geschuldet, ja, man hat so ein paar Nischen hat man zugelassen, was man halt auch nicht verhindern konnte, sozusagen, um den Leuten ein bisschen Steiner zuzulassen, aber zu viel davon wird gefährlich und deswegen kommt er an Universitäten überhaupt nicht vor. Und ich habe auch in meiner Schulzeit nie etwas von Anthroposophie und Rudolf Steiner gehört. Also seine Doktorarbeit, die in der Folge dann sein Buch Philosophie der Freiheit zur Folge hatte, wird auf Universitäten völlig, selbst im Philosophiestudium, völlig unterschlagen. Ähnlich seine gesellschaftspolitischen Lösungen zu damals wie heute drängenden Fragen, die heute teilweise brandaktueller als je zuvor sind. Die Folge davon, dass so wenig davon aufgegriffen wurde, ist, dass heute nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in der Welt einiges ganz gewaltig schief läuft, was jeder spürt, was jeder sieht und viele einfach zwar das Gefühl haben, es stimmt was nicht, aber nicht wirklich wissen, was ist es denn? Meine persönliche Ansicht: Unser politisches System ist nicht reformierbar. Zu dieser Ansicht bin ich vor 10 Jahren gekommen, als ich mit einem jahrzehntelangen Mitglied des Deutschen Bundestages in Bonn mich mal unterhalten habe. Er war
lange unter Helmut Kohl wirtschaftspolitischer Sprecher und Vorstand im Haushaltsausschuss. Er hat damals gesagt, was in Brüssel los ist, das hat sich alles so verselbstständigt, da haben wir keine Kontrolle mehr drüber. So, und ein Willy Wimmer sagt heute, Politik für uns in Deutschland wird zu 80% in Brüssel gemacht und nur noch zu 20% in Berlin. Also, wir brauchen andere Lösungen als das jetzige System. Meine persönliche Ansicht. Schon vor 100 Jahren hat Rudolf Steiner diesbezüglich Vorschläge gemacht gegenüber dem damaligen Reichskanzler Max von Baden. Am Ende des Ersten Weltkrieges. Max von Baden hat ihn aufgesucht und um Rat gefragt. Und ja, Rudolf Steiners Rat und Vorschlag war, eine soziale Dreigliederung einzuführen. Und das wäre damals die Chance gewesen, mit völlig veränderter Grundlage in die Verhandlungen nach Versailles zu gehen. Es wäre nämlich nicht eine Delegation, sondern drei Delegationen dahin gegangen. Und zwangsläufig wäre da ein völlig anderes Ergebnis rausgekommen, als das, was die Grundlage für ja, die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges im Zweiten Weltkrieg war. Denn trotz aller Knebelungen und Demütigungen, die dieser Versailler Vertrag beinhaltete, erstarkte Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg Wiedererwachten der Alliierten erneut. Es hatte zur Folge, dass zwangsläufig, wie vorhin schon beschrieben, auch dieser sogenannte Zweite Weltkrieg kommen musste. Ja, warum diese Zwangsläufigkeit? Dazu kehren wir nochmal zur Vogelperspektive, zu der spirituellen Sicht zurück. Im Weltenplan hat der deutsche Volksgeist also die Aufgabe, das Werk, den Geist Christus, zu vollenden und in die Welt zu tragen. Dazu habe ich auch auf der Webseite causanostra.com eine Geschichte gefunden. Und zwar heißt es da, bei der Kreuzigung von Jesus seien Legionäre der 16. germanischen Fregatta anwesend gewesen, die damals in Palästina stationiert waren. Zu ihnen habe Jesus gesagt, ihr seid das Volk, das die Früchte des Reiches Gottes hervorbringt. Im Matthäus-Evangelium ist dazu etwas nebulös gesagt. Darum sage ich euch, zu den Juden, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes hervorbringt. Die Früchte des Reiches Gottes. Wirkliche Freiheit. Wirkliche Freiheit als Voraussetzung für wahre Liebe. Ist wahre Liebe ohne wirkliche Freiheit möglich? Oder umgekehrt kann man auch fragen, ist wirkliche Freiheit ohne Liebe möglich? Ich denke, wo es Abhängigkeiten gibt, kann sich nicht wirklich wahre, bedingungslose Liebe entfalten. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist dann wieder zu schauen, was sieht der Weltenplan vor? Aufgabe des russischen Volkes im Weltenplan ist es, die Liebe zur Entfaltung zu bringen. Das heißt, wir als deutsches Volk bereiten quasi vor, dass das russische Volk in der Folgeepoche seiner Aufgabe gerecht werden kann. Ja, wo stehen wir heute? Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Abermals auferstanden nach dem sogenannten Zweiten Weltkrieg. Was ist geschehen danach? Deutschland ist wieder eine wirtschaftliche Weltmacht geworden. Die politische Weltmacht,
die wir aufgrund der wirtschaftlichen Stärke darstellen, wird seitens Washington durch den Besatzerstatus gesteuert. Man benutzt Deutschland von Washington aus als europäische Führungsmacht. Somit ist Deutschland ein williges Werkzeug, um die Europäer unter Kontrolle zu halten. Das ist die Situation heute. Neue Weltordnung. Was sagt diese neue Weltordnung? Die sozusagen unter angelsächsischem Diktat angestrebt wird, die im Grunde genommen seit Jahrhunderten zielgerichtet verfolgt wird. Ich persönlich, wahrscheinlich die meisten von uns, haben Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre zum ersten Mal davon gehört, als George Bush Senior zum ersten Mal im Fernsehen von der New World Order sprach, der neuen Weltordnung. Damals habe ich, wie wahrscheinlich viele oder die meisten Menschen der westlichen Welt, wie auch, so unterstelle ich jedenfalls mal, unsere deutschen Politiker, habe auch ich damals geglaubt, dass darin eine Hoffnung für den Weltfrieden besteht. Und diese Hoffnung hat sich dann sozusagen infolge des 11. September 2001 als Illusion herausgestellt, nachdem wir so langsam begriffen haben, was da an diesem 11. September wirklich passiert ist. Es war sozusagen das Menetekel für immer mehr Kontrolle, Überwachung und Beschneidung von Rechten. Ganz offene Manipulation durch Medien in ein System der Versklavung der gesamten Menschheit. Da läuft es drauf hinaus. Und gesteuert werden soll diese sogenannte neue Weltordnung durch eine kleine, selbsternannte Finanzelite. Wobei diese Finanzelite sozusagen ein Zusammenschluss ist der kasarischen Finanzmafia, wie ich es mal nennen würde, der britischen Krone und dem Vatikan. Und wähnen sich, glaube ich, nahezu am Ziel. Möglich ist das Ganze natürlich nur deshalb, weil die komplette Mainstream-Medienwelt mitspielt und sich die meisten Regierungen dieser Welt diesem Ziel untergeordnet haben. Und sogar die wichtigsten Weltreligionen, kann man sagen, werden heute vom Vatikan kontrolliert. Ja, wie können wir dieser Versklavung begegnen? Das ist eine Frage, glaube ich, die wir als Deutsche zu beantworten haben. Ja, der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig, Vaterland. Der deutsche Volksgeist trägt die Lösung in sich. Wir Deutsche, als Volk der Dichter und Denker, wir tragen die Lösung in uns. Und die konkreten Lösungsansätze eines Rudolf Steiner können uns eine wertvolle Grundlage da bieten. Es ist natürlich unsere Aufgabe, das an heutige Verhältnisse anzupassen und Lösungen zu entwickeln. Ein passendes Zitat von Buckminster Fuller: Du veränderst die Dinge nicht, indem du die bestehende Realität bekämpfst. Um etwas zu verändern, musst du ein neues Modell erschaffen, welches das Bestehende überflüssig macht. Ja, bei aller Kritik und allem Bewusstmachen, was falsch läuft und kritisieren und sich darüber aufregen,
Das ist sicherlich alles ein wichtiger Prozess, ob es jetzt Thema BRD, GmbH ist oder Staatsangehörigkeit, diese ganzen Themen. Wir kommen wirklich meines Erachtens nur dann weiter, wenn wir ein neues Modell kreieren und dem Bestehenden etwas entgegenstellen bzw. etwas daneben stellen, ohne in eine offene Gegnerschaft zu treten. Denn letzten Endes würde das nur zu einem Kampf führen. Und so viel habe ich in den letzten Jahrzehnten begriffen. Jeder Kampf, den ich im Außen führe, ist im Grunde genommen ein Kampf gegen mich selbst. Weil wenn ich mit etwas bekämpfe, dann bin ich damit in Resonanz, also ist das auch in mir. Und deswegen sollten wir begreifen, dass jeder Kampf im Außen kontraproduktiv ist. Auf friedliche Weise ein neues Modell erschaffen, neue Lösungen, um das Alte überflüssig zu machen. Rudolf Steiner hat das Modell der sozialen Dreigliederung entwickelt. Die Slogans der Französischen Revolution sind heute immer noch aktuell. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Freiheit im Geistesleben. Damit ist die ganze Kultur und Bildung gemeint. Gleichheit im Rechtsleben. Das heißt, das ist der Bereich, für den die Politik zuständig wäre. Und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, das heißt Ökonomie, Ökologie und die soziale Frage, das ist Thema des Wirtschaftslebens. Und deswegen diese Dreigliederung, das heißt, heute regiert die Wirtschaft in die Politik hinein, über den Lobbyismus, die Politik gibt vor, was an unseren Schulen, Hochschulen gelehrt wird. Das ist nicht Aufgabe der Politik, das ist Aufgabe von Pädagogen, festzulegen und sich darauf zu einigen, was wollen wir an unseren deutschen Schulen für einen Geist weitergeben, mit was möchten wir unsere Kinder inspirieren, was möchten wir ihnen auf den Weg geben. Und das kann nicht Aufgabe der Politik sein, zumal und erst recht nicht einer Politik, die so interessengesteuert ist, wie wir das heute erleben. Aber natürlich, seit Rudolf Steiner sind rund 100 Jahre vergangen. Es gab und gibt auch andere Geister, die sich zu diesen Themen Gedanken gemacht haben. Silvio Gesell hat für mich auch wichtige Impulse gegeben in Richtung neue Wirtschaftsordnung, hat auch einige Bücher verfasst, die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Jetzt ganz aktuell seit einigen Jahren Christian Fellborn, Österreicher, mit seiner Gemeinwohlökonomie, super Ansätze und vor allen Dingen, es ist keine Wirtschaftstheorie, sondern man ist wirklich dabei, das in kleinen Schritten schon in die Realität umzusetzen. Hochspannend, hochinteressant, kann ich nur empfehlen, sich mit diesen Dingen mal zu beschäftigen. Und Gleiches gilt für einen Andreas Popp mit seiner Wissensmanufaktur, Plan B, vielleicht vielen ein Begriff. Ich finde, wenn man diese verschiedenen Ansätze zusammenbringt, dann kommen wir zu Lösungen, die, sagen wir, für unsere Zukunft wirklich tragfähig sein können und wo wir einen völlig neuen Geist von Deutschland aus auch in die Welt tragen können. Also es geht um einen Geist der individuellen Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten und das für alle Menschen in die Realität zu bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht anpacken, was ist die Alternative? Möglicherweise nochmal ein paar hundert Jahre
Erfahrung der Versklavung. Im Moment sieht es ja so aus, als wären wir unaufhaltsam auf dem Weg dahin. Ich persönlich bin da optimistischer und sage, wir haben die Chance, wir müssen sie nur ergreifen, das Ruder rumzureißen und in eine andere Richtung zu führen. Ja, auf wen warten, wenn nicht wir Deutschen und wenn nicht jetzt, wann dann? Denn nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Vielen Dank.